Der Prüfer guckt, wie das Gesamtbild ist. In der Prüfung fährst du maximal 5 Minuten über die Autobahn, weil mehr Zeit haben wir da gerade. Wenn du warnen willst, also zum Beispiel, wenn Kinder auf der Straße spielen und du kommst da angefahren, dann hupst du, dass die sehen als Warnung, da kommt ein Auto und dann gehen die weg. Blinker wieder aus. Ja, ja. Genau. Das darfst du machen. Aber um deine Emotionen zu neutralisieren, ist es halt nicht so. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber das und ist doch auch sowas wie ein das Hinweis, dass man das nicht macht. Das war ein Hinweis dafür, dass er ein Vollidiot ist. Das ist alles. Ja. Ohrläppchen kraulen, Rosa. Alles gut. Alles wird gut. So, schau mal, vor dir ist wieder so ein LKW. Siehst du das? Kümmere dich mal drum, dass du wieder. Genau. Bleib am Gas. Bleib am Gas. Beobachte. Ist genug Platz. Ist genug Platz. Genau. Korrekt. Blinker wieder aus. Weil du dieses Manöver so früh gemacht hast, kommst du jetzt ganz entspannt an denen vorbei. Hm. Wenn du wartest, bis du aufläufst, ist das immer ein bisschen schwieriger, weil guck mal, vielleicht will der Transporter hier raus. Wenn er nicht blinkt, keine Ahnung. Ja. Und deswegen ist das wichtig, dass du das früh erkennst, früh blinkst, dann hast du viele Möglichkeiten einfach. Jetzt willst du es aber wissen. Ja, ich mag es nicht, wenn, so wenn der so nah an mir dran ist. Ja, also, ja, ist gut, da verstehe ich. Ja. Und jetzt wechselst du. Echt? Ja, dann bleiben wir hier, linke Spur, dann fahren wir weiter. Sonst hätte ich gesagt, fahren wir hier runter. Das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Greta, mach dir einen Führerschein. Sauber. Gut, gute Frage. Guck mal, wenn du merkst, die kuscheln da vorne, weil es nicht geht, dann bremst einfach dich wieder so ein bisschen ran. Nee, nee, geh nicht rüber. Nicht da sind die noch langsamer auf der Spur. Ja, ja, stimmt. Du bist ja jetzt ziemlich schnell. Genau. Siehst du das? Guck mal, der LKW wechselt wieder rüber, da hättest du auf 80 bremsen müssen. Ja. Wenn du weißt, du fühlst dich wohl damit, schnell zu fahren, kannst du auf die linke Spur gehen, ist alles gut. So, wenn du jetzt sagst, naja, ich habe niemanden zum Überholen, dann kannst du auch wieder auf die mittlere Spur gehen, aber da sind LKWs, siehst du das? Ja, deswegen. Genau. Guck aber hinter dir, dass nicht hinter dir einer fährt, der 300 fahren will. Ja, ist noch nicht. Ist alles gut, ne? Ja, ich glaube, man muss sich erst ein bisschen damit. Merkst du aber so, ne? So, vom Anfang an denkt man so, ah, 80 ist okay, ja. Und dann so 140 und 50. Ja. Okay. Jetzt kannst du ziehen, wenn du willst. Will ich das? Weißt du nicht? Ich glaube schon. It's your choice. Alles gut, der erschreckt dich nicht. Also wenn das passiert, beobachte das, ist alles gut. Ja. Und dann nicht stark reagieren, wirklich nur, wenn es mal wirklich knapp wird. Ne? Ja. Ansonsten eher versuchen, so dein Herz zu kontrollieren, dass du dann nicht direkt so Panik kriegst. Gut. Guck mal, nach dem Roten, lass uns mal rechts rüber wechseln. Du kannst jetzt blinken. Cool, muss aber noch ein bisschen Gas geben, sodass du den Roten auf jeden Fall im Innenspiegel siehst. Gib noch ein bisschen Gas. So, wenn der da auftaucht, dann wechselst du rüber. Guck mal, in Dortmund-Landstrop, du hast jetzt 1 Kilometer Zeit, verlassen wir die Autobahn. Du kannst dich jetzt hierfür entscheiden oder du nimmst Glück und überholst beide LKWs. Das, glaube ich, wird nämlich nicht funktionieren. Bremse, genau, Seitenblick und rüber. Gut. Blinker wieder aus. Dann bist du hier auf der Spur. Oh, ist das safe. Guck mal, wie langsam sich jetzt 80 anfühlen. Ja, das ist voll krass. Was ist das denn? Die Tür aufmachen, laufen. Ja, ehrlich. Gut, bleib am Gas. Beobachte den aber hinter dir auch, dass du nicht zu langsam wirst, weil nur weil du hier runter willst. Die wollen ja schnell weiter. Jetzt gehst du locker rüber. Wie schnell welcher Gang? 50. Genau, erst 50 bremsen. Also erst ruhig ein bisschen stärker auf 50 kommen, dass du dann genug Zeit für den dritten Gang hast. Und jetzt lässt du ruhig Bremse los. Genau. Und jetzt in Ruhe gucken und drücken und dritte Gang. Dass du immer erst eins nacheinander machst. Also erst bremsen, dann schalten. Mhm.
Aber wenn du das zusammen machst, dann gibt es Müsli hier. Ja, ja, sagst du. Zu fast Zufall. Okay, blinke aus. Jetzt beobachte gut deine 50, weil die fühlen sich jetzt ziemlich langsam an. Aber sind nicht mehr. Ja, für die Kurve guck mal, dass du die locker fährst. Bremst ja auch ein bisschen an. Genau. So ist gut. Ach, alles gut. Genau. Komm hin. Gut. Ja, nicht ganz so schnell. Wir fahren dann jetzt links weiter. Check direkt die Spiegel. Gut. Kupplung durch. Übrigens, oh, er ist leider nicht stehen geblieben. In der Prüfung ist egal, wie oft du vorher stehen geblieben bist, ne? Wir müssen auf jeden Fall am Stoppschild stehen bleiben, ne? Das ist. Weil sonst 75 Euro und. Nicht gut. Ja. Vor allen Dingen gibt es Probezeitverlängerung, hat keiner Bock drauf. Echt? Ja, klar. Gibt es Aufbauseminar, kostet nochmal 300. Ne? Oh, jetzt hast du gerührt. Genau. Ich hab dich abgelenkt mit Aufbauseminar. Könnte ich jetzt rein theoretisch im dritten bleiben? Also, Theorie und Praxis unterscheiden sich ja manchmal. Ja. Theoretisch kannst du das machen. Praktisch würde ich das in der Prüfung nicht machen wegen Umweltschutz. Nimm einfach am vierten Gang, dann sieht der Prüfer, oh gut, Greta hat umweltschonende Fahrweise. Sagt er, gut. Wenn du jetzt aber erkennst, da vorne ist Stau und ist sowieso viel los, dann halt wieder nicht. Ne? Korrekt. Ruhig Kupplung durchdrücken, nicht schon langsamer werden. Wir fahren gleich rechts weiter. Lass dir aber genug Zeit und beobachte genug. Ja, das weil das ist kacke. Ja, vor allem, dass hier kein Roller neben dir ist. Genau. Roller? Ja, ja, genau. Rudi, ich muss los. Dann in Ruhe, das passt locker. Ja. Wie schnell darf man hier übrigens fahren? 50. Jo, weil kein Schild ist, ne? Genau. Gut, beobachte gut. Ja. Cool. Wir fahren dann in den Kreis rein, die dritte wieder raus. Locker, beeil dich nicht. Nee. Genau. Und einfach eine Riesenkurve machen. Ja, ich mache ihn ganz chillig aus dem Fenster hier. So. Genau. Ach hier. Zeit lässt, ja. Dann klappt das. Wenn du schnell machst, dann geht immer schief. Ja, ich... Locker, locker, locker. Die erste wieder raus. Oh, locker, locker. Bevor das zu wuselig wird und man nicht genau weiß und Risiko eingeht, ne? Ja. Gucken wir mal auf den Benz. Okay. Ah, der hat auch seine Chance genutzt, hast du gemerkt? Mhm. Völlig egal in der Prüfung. Interessiert niemanden. Ja, der Prüfer guckt, wie das Gesamtbild ist. In der Prüfung fährst du maximal 5 Minuten über die Autobahn, weil mehr Zeit haben die dafür gar nicht. Und dann ist Autobahn ein kleiner Teil, umkehren, parken ist ein kleiner Teil, durch die Stadt fahren ist ein kleiner Teil. Und wenn du währenddessen mal irgendwie irgendwo ein bisschen Mist baust, okay, ist nicht so wild. Also so zum Beispiel das jetzt hier, ist Motor mal hoch oder mal abwürgen. Dafür fällst du nicht sofort durch. Fünfmal hintereinander abwürgen, kommt dann irgendwann komisch. Aber ansonsten ist das easy.
bergauf musst du versuchen, die 50 zu halten. Mhm. Und bergab aber dann gleich auch, ne? Ja, eventuell, guck mal, jetzt bist du ja schon in der 50. Aber so geht ja. Weiterfahren, weiterfahren, nur beobachten. Okay. Das ist kein Zebrastreifen hier. Ja. Wenn du erkennst, dass die Person, die da steht, offensichtlich psychologisch nicht in der Lage ist zu raffen, dass du ein Auto bist und die einfach da drüber läuft, dann bremst. Aber ansonsten nicht stehen bleiben, weil der hinter dir rechnet nicht damit und das Auto von vorne, was auf der Gegenspur kommt, rechnet auch nicht damit. Und der Fußgänger rechnet so wirklich auch nicht damit. Okay. Der wundert sich dann, geht dann los und dann fährt ihn entweder der platt, der von vorne kommt, oder der dich von hinten überholt, weil er nicht weiß, warum du auf einmal langsamer bist. Okay. Deswegen nur am Zebrastreifen das machen. Gut. Außer du erkennst, dass er wirklich einen in der Schüssel hat und einfach drüber läuft. Und dann rechts. Dann rechts weiter. Korrekt. Autobahn Survivor. Yay. Aber war gut, hast dich gut geschlagen. Danke. Dafür, dass du am Anfang so angekündigt hast, so, oh, ich weiß nicht, und könnte so, das war gut. Dankeschön. Das war gut. Vor allem, du hattest noch erschwerte Bedingungen hier mit Sturm und Regen und Schneeschauer. Jawohl. Genau. Kennst du ihn? Ja, das ist ja so, weißt du. Genau. Ist ja eine kleine Stadt. Ja, stimmt. Obwohl es so viele Einwohner hat, ne? Aber es ist irgendwie wie ein Dorf. Ja, irgendwie schon. Jeder weiß immer von jedem Bescheid. So. Stimmt. Ich wissen die Leute mehr über dich als du selbst. Ja, kenne ich. Ja. Was habe ich gemacht? Ach, das ist ja krass. Wusste ich noch gerade nicht. Schon wieder. Sehr langsam. Manchmal bin ich dann so konzentriert, weißt du, und dann schaffe ich nicht immer jeden zu grüßen. Und wenn du dann irgendwo hinkommst, dann sagst du, ey Rob, kennst du mich nicht mehr oder was? Ja. Ich so, nein, Mann, aber ich hab dann aus Versehen, ich hab gerade woanders hingeguckt. Das tut mir leid. Das ist voll der gute Trick. Ja, ja, das ist wirklich gut, der Trick. Ja. Weil sonst versucht man immer, man greift so und versucht irgendwas damit zu machen. Ja. Dadurch, dass du das dann mit dem Handballen machst, kriegst du es einfach leichter rein, weil du halt nicht die Möglichkeit hast, irgendwie zu einer Seite zu drücken. Mhm. Dann so. Dann passt das meistens. Zieh noch ein bisschen, dass du auch so an den 50 wieder. Ja, gerade passt der Ja, ist nicht schlimm. Also wie gesagt, du bist ja auch nicht hier dem Bensko, keine Maschine, weißt du? Du kannst ja nicht hier so oder so, nee. Also genau auf den Strich 50 fahren. Ja. Das weiß der Prüfer auch. Wichtig ist, dass du keine Angst davor hast, auch mal leicht über den 50-Strich zu kommen. Also gerade wenn du so ein Digitaltacho hast, wo dann die Zahl da steht, 51, 52, ist das nicht schlimm, wenn da auch mal 55 steht. Also das ist völlig legitim für den Prüfer. Beobachte gut die Ampel. Bremse jetzt fester. Okay. Gut. Intention habe ich verstanden, aber das war zu weit weg das vor der Ampel. Weit weg, ja. Ne? Wenn du jetzt, ich sag mal, die Augen zugemacht hättest und wärst weitergefahren, wärst du voll über Rot gescheppert. Volle Pulle. In der Prüfung wäre das dann auch nichts geworden. Ja, ja, genau. Das wäre dann durchgefallen. Ja. Da musst du schauen, dass du dafür ein gutes Gefühl bekommst. Weil das Herz schlägt ja immer hoch, sobald es gelb wird. Also man fährt drauf zu, ja. Es wird gelb, man denkt so. Und wenn du aber weiter weg bist, so wie wir jetzt waren, dann kannst du reagieren, dann kannst du was machen. Wenn das direkt vor deiner Nase passiert, so wie ganz am Anfang, als wir da die Stelle hatten, ja. Da kannst du nichts mehr machen. Nee. Also wenn du da eine Vollbremse machst, stehst du mitten auf der Kreuzung. Und dafür musst du so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Dafür, um das Gefühl aber zu bekommen, muss dir das 3, 4, 5 Mal passieren. Geht leider nicht anders. Ja. Und wenn dir das dann ein paar Mal passiert ist, merkst du, ah okay, hier kann ich das machen, da kann ich das machen. Das also ist nicht schlimm.
dass am Anfang das Herz ein bisschen kurz hochschießt, ist auch normal. Und dann hast du ein paar Mal die Situation gehabt und dann geht's schon. Check mal die nächste Ampel. Ja, dann kannst du es einfach chillig machen. So, indem du halt vorausschauend fährst, machst du einfach ein bisschen lockerer. Hast du ein leichteres Leben so. Sehr gut. So, nächste Ampel fahren wir rechts. Checke jetzt schon alles aus. Fang so früh wie möglich an mit diesen ganzen Vorbereitungen. Weil dann hast du, wenn es gleich zur Stelle kommt, hast du genug Zeit. Gut. Cool. So, nächste Ampel gut beobachten und dann auch schon wieder früh entscheiden, ob du volle Pulle darauf zufährst. Und das läuft übrigens jetzt sehr gut. Ja, weil dann sieht man, dass du darauf dich einstellen kannst und damit arbeiten kannst. Mhm. Wenn du jetzt vorausschauend wie ein Holzklotz bist, dann fährst du halt drauf zu, denkst, du bleibst dann stehen, fährst wieder an, fährst wieder los. Und das ist dann. Tonprobleme. Hinter dir einfach so nochmal aus. Mhm. Genau. Auch die ist schon wieder voll lang grün. Wenn die jetzt gelb wird, tschüss, fährst du drüber. Ja. Ne? Kurz vor deiner Nase kannst du gar nichts machen. Boah, jetzt kommt wieder der alte Trick, Greta. Mhm. Ja, genau. Kein Schienenverkehr. Genau. Na, was bringt das eigentlich, wenn ich gucke? Und ich meine, wenn ich draufstehe, dann nimmt mich der Zug. Ich verstehe das. Ich verstehe diese Frage sehr gut, Greta. Ich habe. Happy Birthday. Ich habe gar nicht Geburtstag. Wie ist diese Karte? Lieber Robin, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Tatsächlich. Okay, ist schon länger hier. Genau, wir fahren rechts, machen langsam und nimm in Ruhe den zweiten Gang, wenn es überhaupt klappt. Im zweiten Gang, hast du Zeit. Ja, was bringt das, Greta? Also ich habe tatsächlich mal ein YouTube-Video gemacht mit Helena. Ja. Und da sind wir auch darüber gefahren. Und dann hat mir jemand von der Deutschen Bahn darunter geschrieben, weil wir darüber gefahren sind. Ich habe das so gesagt, wie wir jetzt gefahren sind. Und dann hat auch Helena gefragt, was bringt das denn? Ne? Ja. Und dann hat der darunter geschrieben, seitdem ich bei der Deutschen Bahn arbeite, ist das ganz wichtig und ich kann dir das erklären, weil ab und zu passiert das wohl, dass diese Schienendinger nicht runtergehen und ein Zug trotzdem durchfährt. Ja. Ich habe das in 10 Jahren noch nie gesehen, aber scheinbar passiert das ab und zu. Und anscheinend kann man überleben, wenn man so langsam darüber fährt, dass man dann reagieren kann, wenn dann ein Zug kommt. Okay. Mache ich Kupplung, sodass du im ersten Gang so da hochschleifen kannst und dann einfach so Richtung Garage. Schleif dich ruhig ein bisschen links rüber. Okay. Wow. Ach, das ist egal. Ich zieh gleich sowieso wieder weg. So. Nimm nur einen Gang raus und Handbremse. Ja, also was das bringt ist, dass du auf jeden Fall deine Prüfung bestehst, wenn du das machst. Wenn du dann, ja. Wenn du so langsam daran fährst und guckst, das bringt das auf jeden Fall. Ansonsten, ich habe noch nie so einen Zug gesehen. Ich hoffe, es nimmt uns auch keiner krumm, aber es ist halt so. Also die Leute, die ich kenne, die fahren einfach drüber. Die fahren einfach so den Bahnübergang. Mhm. In der Prüfung musst du eine mäßige Geschwindigkeit am Bahnübergang haben, also nimmst du halt Gas weg und dann musst du beobachten, links und rechts, dass kein Zug kommt, weil wenn die Schranken defekt wären und ein Zug würde kommen, wir würden nicht überleben und deswegen müssen wir gucken. Okay. Und was du machst, wenn du den Führerschein in deiner Tasche hast, dann ist deine Geschichte. Ja. Aber okay. Was das bringt, ich glaube, es hat damit zu tun, dass wenn die Schranken runterfallen, also nicht runterfallen und doch ein Zug kommt, dann dass man dann reagieren kann. Dann könnte man eventuell reagieren.
Okay. Falls das schon mal jemandem passiert ist, kann er das mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ja krass. Ja. Gut, ansonsten, die Autobahn war gut. War cool. Ja? Hat Spaß gemacht. Das ist cool. Ich wollte eigentlich mit dir nur ein bisschen über die Autobahn und dann eventuell noch in ein Parkhaus fahren. Oh, aber da du cool. so viel, ja, also. Da du so viel Spaß auf der Autobahn gehabt hast, habe ich dann gesagt, okay, dann ziehen wir Autobahn ganz durch. Ach, wenn cool. du magst, können wir aber einmal gucken, ob wir das trotzdem einmal eine Stunde machen, in Parkhaus fahren. Ja, voll gerne. Ja? Ich kann ja mal gucken, wann wir, ich, du, er, sie es Zeit haben. Ich könnte das morgen irgendwie einspeisen. Ja, morgen Nachmittag könnte ich. Flude. Sagen wir mal ab 16:30. Machen wir einfach. 16:30? Jo. Hier wieder? Jo. Ja. Jo. Cool. Machen wir daraus eine Parkhausfolge. Ansonsten ja. war das cool. Ja, finde ich auch. Gut, cool. Ansonsten hat das viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War gut. Schön. Gut, cool. Dann sehen wir uns morgen dann einmal schon wieder. Ja. Dann habe ich morgen 3 Fahrstunden. Ach, ich habe mit Jan, also in meinen Freistunden morgen, habe ich 2 Vormittag? Fahrstunden. Ja. Ah, gut. Und dann morgen Nachmittag, Abend. Ja, korrekt. Gut. Cool. So machen wir das so. Geht es ja schnell vorwärts bei dir. Ciao. Gut, Greta, mach's gut. Und dann bis morgen. Genau. Meine Jacke, ja, klar. Handy hast du? Ja, ne? Hast du alles? Ja. Okay. Bis morgen. Ciao, ciao. Das war eine Fahrstunde mit Greta. Das hat sie ganz gut gemacht, oder? Tja, dann machen wir halt also in dieser Stunde doch kein Parkhaus. Machen wir es dann halt morgen. Machen wir morgen eine Parkhausfolge. Ja. Sind mal abgefahren zu sehen, so, ne? Wie man am Anfang voll Paranoia hat, so, boah, Autobahn, ich denke nicht sicher, oh, ne? Und am Ende fährt sie 140, 150, gar kein Problem. So, es macht gerade Spaß. Ist immer cool zu sehen, wenn das so funktioniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, guckt euch einfach das nächste an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Tschüss. Puh.